Hier geht's runter. Alles klar. Oh. Es muss sein. Tut mir leid. Ja, Verzeihung. Kommt, gehen wir. Gut, ab jetzt gehen wir ruhig und mit Bedacht vor. Kein unnötiges Risiko. Hugo, sag uns, wenn du dich komisch fühlst. Mach ich. Ich will hier endlich weg. Also gut, zum Hafen. Kommt. Hey, Madame! Was ist das jetzt? Ihr seid doch die Gäste der Gräfin. Seid ihr verletzt? Nein. Uns wurde befohlen, euch zu eskortieren, und zwar zum Palast. Eigentlich wollten wir soeben... Ihr habt Besuch. Besuch? Wen? Eure Mutter und ein Junge. Oh, natürlich. Denkst du, dass sie böse auf uns ist? Keine Ahnung. Ich... Wir sollten sie sehen. Es ist schon lange her. Ja. Weglaufen bringt hier wohl nichts, denke ich. Wow. Seht euch nur mal an. Nur eine Mutter kann dazu in der Lage sein. Also gut. Wisst ihr was? Ich gehe zum Hafen und bereite das Boot vor. Ihr kommt nach, so schnell ihr könnt. Für dich. Was auch passiert. Du musst die Flamme am Leben halten, ja? Ja, sei vorsichtig. Keine Sorge. Ich habe von euch beiden gelernt. Zeigt uns den Weg. Was sagen wir ihr? Die Wahrheit. Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Und ich bin schuld. Ich verteidige dich. Mein Held. Schnell, bevor sie zurückkommen. Wird der Palast standhalten, mein Herr? Vorerst. Der Graf hat den Leuten die Tore geöffnet. Aber es gibt zu viele Tote und Verletzte. Haben wir gesehen. Vorsicht! Zurück! Oh, wie der kaputte Wagen, den wir gesehen haben. Shh, ja. Wo haben Sie das her? Ihr seid sicher, solange ihr in diesem Bereich bleibt. Aber draußen, ohne Licht. Ja, das wissen wir. Wie auch immer, jetzt seid ihr sicher. Ist keine Evakuierung geplant? Noch nicht. Erst wenn sich alle versammelt haben. Feuer auf der Hauptstraße! Los, schneller! Die Flammen müssen lodern! Ich brauche hier Hilfe! Sieht aus wie im Krieg. Helft mir bitte hiermit! Die Ratten rücken an der Ostflanke vor! Wir brauchen dort Fackeln! Sie müssen hier weg. Ja, niemand kann sie besiegen. Alle Nicht-Kombatanten rein! Und meine Bild Sachen! Ihr könnt sie reinbringen. Alles klar. Verstanden. Viel Glück. Legt Gräben an und füllt sie mit Teer. Lasst sie ununterbrochen brennen. Eine Lücke und der Palast könnte fallen. Und wenn die Ratten in den Palast gelangen? Dann seid ihr tot. Ich will Feuer sehen. Wurde der Karren repariert? Wir brauchen ihn schleunigst am Wall. Noch einer. Ach, hör doch auf. Das Ding ist so alt, dass es jederzeit hochgehen könnte. Hier oben sind Verletzte. Ist kein schöner Anblick. Das Kind sollte lieber wegsehen. Ich kenne Blut. Trotzdem, sieh nicht hin. Da sind noch mehr. Mein Arm! Es brennt! Das sind die, die gebissen wurden. Ja, bald breitet es sich aus. Nein! Es ist vorbei. Lass ihn zurück. Nein! In helle Tage führen, nicht in dieses Gemetzel. Ruhe! Keine Zeit für Diskussionen! Kinder! Dank sei dem Grafen für diese Speise. Ist nicht viel, aber wir müssen die Vorräte einteilen. Beten wir, dass dieser Albtraum bald vorbei ist. Das ist meine Schuld. Der Sohn stellt uns auf die Probe. Verliert nicht den Glauben. Kündigen die Ratten wirklich sein Kommen an? Hier durch. Warum bringt Viel er Glück. Uns um? Euch Besänftigt auch. Eure Herzen und betet. Betet zu ihm.
Ihr seid hier. Mein Gott, ihr lebt. Mutter, komm her. Bitte, komm her. Mutter, wie geht's dir? Dein Kopf? Nicht schlimm, keine Sorge. Ihr habt uns gefunden. Wir mussten nur eurer Spur folgen. Aber sagt schon, ist sie das? Die Insel? Die aus deinem Traum. Da war noch ein Träger, er war wie ich. Noch ein Träger? Ja, im 6. Jahrhundert. Der Junge hieß Basilius. Wir fanden ihn angekettet in einem Gefängnis, vom Orden für ihn erbaut. Was? Sie gerieten in Panik, weil er die letzte Schwelle erreicht hatte. Und sie entrissen ihn seiner Beschützerin. Und sperrten ihn ein, um einzudämmen, was dann passierte. Eine neue Pest. Im 6. Jahrhundert war die... Justinianische Pest. Wir wussten von ihrer Verbindung zur Makula, aber... Es begann also hier? Mit diesem Basilius? Aber es war nicht seine Schuld. Er war nur ganz allein und hatte Angst. Ja. Mutter, Magister Vaudor sagte, Hugo sei verdammt. Aber das ist nur das, was der Orden glauben will. Wegen der Erfahrung, die sie mit Basilius gemacht haben. Ihm fehlte die Beschützerin. Mit ihr an seiner Seite wäre sicher nichts davon passiert. Überleg doch. In den letzten Monaten, unterwegs, um uns herum war alles ruhig. Wir waren zusammen und alles war gut. Es ging ihm gut. Das ist wahr. Etwas sagt mir, dass wenn wir uns an einem Ort sesshaft machen werden und als Familie zusammen sind... Vielleicht hört die Pest auf. Mit der Zeit. Sie würde nicht schlimmer werden. Die Angst trübt unseren Verstand, oder? Doch niemals deinen, Beschützerin. Ja. Wir haben doch dieses Haus in den Bergen, wisst ihr noch? Wir wären dort sicher. Wir wären mächtig und groß. Verzeiht die Störung. Der Graf will euch sehen. Mich? Jetzt? Aber wir wollten gerade gehen. Er ist der Graf der Provence, Madame. Ja. Wir warten auf dich. Und hier wird es ohnehin sicherer als draußen sein. Gut, bringt mich zu ihm. Folgt mir. Wisst ihr, was der Graf von mir will? Nein. Ich dachte, er wäre mit dringenderen Angelegenheiten beschäftigt. Euch zu sehen muss dringend sein. Benehmt euch in seiner Gegenwart würdig. Es herrschen dunkle Zeiten. Er ist genauso betroffen wie wir. Alles klar. Werde ich. Das Haupttor ist vorerst sicher genug. Aber der westliche Wall ist immer noch schwach. Wenn die Ratten dort eindringen, können wir die Verwundeten nicht mehr evakuieren. Ich will wissen, wo die Ratten herkommen. Schickt Späher aus. Wenn wir einen Weg finden, sie zu hemmen, aufzuhalten oder direkt in die Hölle zu befördern, ist es das Risiko wert. Mein Herr, sie ist hier. Gut. Dieser Krieg ist wie kein anderer. Aber es bleibt ein Krieg. Wegtreten. Und glaubt daran, es ist noch nicht vorbei. Jawohl! Komm, ich brauche dich. Verstanden. Graf. Ihr habt diese Biester überlebt? Gerade so. Tut mir leid um euer Land. Ein Herrscher sollte wissen, dass kein Frieden ewig anhält. Aber ich muss zugeben, dass ich nach Jahren des Krieges gehofft hatte, dem wäre so. Verstehe. Die Narben sind noch frisch. Sie beherrschen den Geist, obwohl man bloß Ruhe will. Verzeihung, ich... Nein, bitte. Es stimmt genau. Das ist menschlich. Denke ich. Stimmt. Aber das hält dich nicht davon ab, zu kämpfen, wenn es sein muss. Ja. Brüder und Schwestern, ich bitte euch, fürchtet euch nicht. Die Ratten sind die Vorboten des Sohnes der Glutasche. Bald kehrt er zurück. Kommt der Sohn wirklich? Die Anzeichen sind klar. Ihr meint die Ratten? Nicht nur die Ratten. Komm, sieh es dir selbst an. Ja. Thank you.
will den Jungen, Amicia. Es tut mir leid, aber ihr Entschluss steht jetzt fest. Was meint ihr damit? Dass dein Bruder der Sohn der Glutasche ist. Sie muss ihn haben, also musst du sterben. Nein, nein, hört zu! Ihr liegt mit allem falsch! Mit eurem Kult, mit allem! Du hast wahrscheinlich recht, weil ich das meiste davon erfunden habe. Und ich hab's für sie getan. Was? Emily, ihre Eltern raubten ihr den Verstand, sodass sie sich selbst das Leben nehmen wollte. Sie vergiftete sich selbst. Ich brachte sie her und erzählte ihr die Geschichte des Sohnes der Glutasche. Sie hat sie nicht nur geglaubt, sondern in Hoffnung für die Menschen. Was versuchst du da? Nimm dein Schicksal an! Miststück! Hugo, lauf! Wie kannst du es wagen? Komm zurück! Zurück zu ihnen! Los! Ich werde sie nicht verlieren! Fahr zur Hölle! Wo willst du? Miststück! Hugo, lauf! Wie kannst du es wagen? Komm zurück! Zurück zu ihnen! Los! Ich werde sie nicht verlieren! Fahr zur Hölle! Wo willst du hin? Du bekommst ihn nicht! Weiter! Nach rechts! Komm schon! Schnell! Du weißt nicht, was auf dem Spiel steht! Fahr zur Hölle, Arschloch! Ich wollte geduldig sein. Nein, nein, du kriegst ihn nicht! Ich finde dich. Du wirst sterben wie ein Köter. Hey, was ist hier los? Ich brauche Hilfe. Bitte, wie komme ich hier raus? Wer bist du? Wo ist sie? Hinter der Ecke. Sei still. Alle raus hier. Bleib außer Sicht. So, nur wir zwei. Ich muss hier weg. Komm schon, beenden wir's. Ich weiß, es scheint ungerecht, aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist ein... Da bist du ja! Verdammt! Du kriegst mich nicht! Hey! Was ist hier los? Zurück! Nein, betreten verboten! Mutter, Lukas, wenn er sie angefasst hat. Es ist zu spät. Sie weiß, dass er existiert. Scheißkerl, Scheißkerl. Die Leute glauben an sie, genau wie an den Sohn. Bleib weg von mir. Verstehst du nicht? Das alles ist größer als du. Gib auf. Gib dein... an sie, genau wie an den Sohn. Bleib weg von mir! Verstehst du nicht? Das alles ist größer als du. Gib auf! Gib deinen Bruder auf! Es könnte so einfach sein! An sie, genau wie an den Sohn. Bleib weg von mir! Verstehst du nicht? Das alles ist größer als du. Gib auf! Gib deinen Bruder auf! Es könnte so einfach sein! An sie, genau wie an den Sohn. Bleib weg von mir! Verstehst du nicht? Das alles ist größer als du. Gib auf! Gib deinen Bruder auf! Es könnte so einfach sein!
Leute glauben an sie, genau wie an den Sohn. Bleib weg von mir! Verstehst du nicht? Das alles ist größer als du. Gib auf! Gib deinen Bruder auf! Es könnte so sein! Die Leute glauben an sie, genau wie an den Sohn. Bleib weg von mir! Verstehst du nicht? Das alles ist größer als du. Gib auf! Gib deinen Bruder auf! Es könnte so einfach sein! Du Irre! Ihr werdet alle sterben, wenn ihr ihn uns wegnehmt! Sei nicht so dramatisch. Du wirst verschwinden und niemand wird dich vermissen. Gib einfach auf! Du hast so lange eine Lüge gelebt, dass du die Wahrheit nicht mehr siehst! Die Wahrheit ist, dass alles außer ihr verdorben ist. Sie diese Welt am Leben. Die Leute glauben an sie, genau wie an den Sohn! Bleib weg von mir! Verstehst du nicht? Das alles ist größer als du. Gib auf! Gib deinen Bruder auf! Es könnte so einfach sein! Sie, genau wie an den Sohn. Bleib weg von mir! Verstehst du nicht? Das alles ist größer als du. Gib auf! Gib deinen Bruder auf! Es könnte so einfach sein. Du Irre! Ihr werdet alle sterben, wenn ihr ihn uns wegnehmt. Sei nicht so dramatisch. Du wirst verschwinden und niemand wird dich vermissen. Gib einfach auf. Du hast so lange eine Lüge gelebt, dass du die Wahrheit nicht mehr siehst. Die Wahrheit ist, dass alles außer ihr verdorben ist. Nur sie hält diese Welt am Leben. Wir beschützen deine Brüder vor dieser Verdorbenheit. Wir haben die Macht. Hier. Wir. Das Spiel mit mir, weißt du? Fahr zur Hölle! Du Schwein! Ich muss die anderen finden. Schnell! Ich muss irgendwie wieder nach oben. Ein Tor. Ich muss das irgendwie öffnen. Oh, verdammt, das ist zu laut. Auf die harte Tour. Keine Zeit. Schnell weg. Ich höre dich. Du wirst nachlässig. Verstecken wird dich auch nicht retten. Verstecken! Versteckst du dich? Weiter! Du schaffst das! Ich könnte ihn in den Zellen einsperren. Wo könntest du sein? Du sitzt hier fest. Wohin du auch gehst, ich finde dich. Dafür wurde ich ausgebildet. Kein Ausgang. Versteckst du dich da drüben? Ich habe dich gehört. Bleib hier, so klingt jemand, der sich verstecken will. Tut weh, nicht wahr? Ich kann den Schmerz lindern. Vertrau mir. Halt deine Klappe. Komm her, komm. Du sitzt in der Falle. Ach, da bist du. Bist du auch nicht?
sicher. Was? Du dreckige Kleine! Na komm, mach schneller! Na los, komm schon! Genug gespielt! Komm her! Ich habe lange nicht mehr gejagt, seit ich Emily kenne. Und du bist eine würdige Beute. Ich bring dich um, sobald ich kann. Du bist eine zu große Bedrohung. Für den Sohn. Verdammtes Geräusch! Ja, ich tot! Los, los! An alte Zeiten. An mich? Jetzt weiß ich, wo dein Blut fließt. Bitte, hör auf, das ist Wahnsinn. Ich kann nicht. Nicht ohnmächtig werden. Hugo, sie holen ihn. Mutter, Lukas, sie müssen hier weg. Auch wenn es weh tut. Schmerz. Das ist alles. Du kennst das Gefühl. Nutze es. Nutze es gegen sie. Habt keine Angst. Ja, ihr habt versagt, aber dieses Kind gehörte nie wirklich euch. Ich bin so erfüllt von ihm. Hugo heilt nicht die Wunden der Vergangenheit. Er wird eure Leere nicht füllen können. Ihr werdet sterben. Alle werden sterben. Nein. Er wird geliebt. Er wird strahlen. Noch mehr als die Sonne. Und die Dunkelheit abwehren. Und ich... Ich bin die Mutter, welche ehrenvoll einen Gott großzieht. Seid still! Ihr habt kein Anrecht auf diese Familie! Amicia! Wie kann das sein? Du lebst! Wo ist Hugo? Da drin! Los! Lauf weg! Amicia, nein! Endlich! Verzeih, Liebes, aber sie lässt dich nicht bezwingen. Nun gut. Eine Aufforderung. Ich nehme an. Du hast mich überrascht. Ich bin beeindruckt. Du bist bemerkenswert. Du stellst dich mir. Und du bist vollkommen überzeugt davon, dass du mich besiegst. Das bin ich. Vergesst meinen Bruder. Oh, so enthusiastisch. Es brennt ein Feuer in dir. Aber ein Feuer, das nicht gezügelt wird, kann einen Soldaten von innen heraus verzehren. Ich bin keine Soldatin. Oh, ich weiß. Du kämpfst, weil du keine andere Wahl hast. Ich wählte dieses Leben. Deshalb wirst du scheitern. Ihr redet zu viel. Feigling!
Los, behaupte dich. Sei standhaft. Du musst das Schwert besser halten. Ach, was für eine Schande. Kämpfe nie, um dich nur zu verteidigen. Kämpfe, um zu töten, zu siegen. Was du auch sagst, du bleibst ein Feigling. Wer bist du, mich herauszufordern? Ich bin Amicia Derun. Ach, hör auf. Und ich knie vor niemandem. Hör auf! Siehst du? Und jetzt kniest du doch. Nein! Hört auf! Bitte, hört auf! Von einer Mutter zur anderen. Genug gespielt, Viktor. Deswegen sind wir nicht hier, oder? Verzeihung. Der Krieg hinterließ Spuren bei uns. Er kann es mitunter übertreiben. Ich bewundere euch. Eure Kinder sind stark, eure Bande sind stark. Nun, in ihrem Alter konnte ich von so einer Liebe nur träumen. Doch es geht nicht nur um uns. Wisst ihr, Liebe muss geteilt werden, muss sich in Licht verwandeln. Dann strahlt sie auf die ganze Welt. Dies ist die Bestimmung des Sohnes der Glutasche. Liebe kann töten, Emily. Wenn ihr das eines Tages erkennt, wird es zu spät sein. Für euch wird es zu spät sein. Ich bin so stolz auf dich. Nein! Amicia? Mama? Ich fühle mich so... Amicia? Mama? Amicia? Lukas? Wo seid ihr? Wo sind denn nur alle? Ein Traum? Nein, das ist echt. Oh, da ist jemand. Thank you.
Was tut ihr da? Emily? Oh, mein liebster Junge! Du solltest Mama? Zurück ins Bett gehen. Victor, ist sie tot? Nein, nein! Geh wieder ins Bett! Victor, bring ihn zurück, bitte! Wir müssen hier weg. Wir holen sie von innen. Oh ja, er ist es. Ich wusste es. Emily, ich hole dich. Nein, aber was machst du? Bitte nicht. Bitte. Ich bin die bessere Mutter. Ich bin die bessere Mutter. Du brauchst mehr. Du brauchst mehr Ratten. Bitte. Sie steckt fest. Erledige sie. Ruf mehr. Sie wollen Blut! Beschützt die Gräfin um jeden Preis! Hier ist dein Blut! Fress für die Ratten! Was seid ihr da? Ihr Zahn ist dir heim! Mach weiter so! Was? Was ist das? Halt! Sie tun dir nichts, mein Sohn! Sie wollen nur sie! Still! Ihr werdet alle sterben! Nein! Es kommt noch mit... Sie steckt fest, erledige sie, ruf mehr! Sie wollen Blut! Beschützt die Gräfin um jeden Preis! Hier ist dein Blut! Fressen für die Ratten! Was macht ihr da? Wir zahlen es dir heim! Mach weiter, Hugo! Was ist das? Amicia? Amicia, wo bist du? Ich bin hier. Es geht uns gut. Dir geht es gut. Alles.
Es ist gut.